Willkommen zur Lecture Partizipatorisches Filmemachen, Katastrophismus oder utopischer Film. Ich möchte Ihnen in dieser Lecture erzählen von einem Experiment mit partizipatorischer Filmarbeit, das sowohl für den Film Art Girls als auch für den Film Neue Natur Art Girls intern zu einem ganz wichtigen Bestandteil wurde, insbesondere dann, wenn es später in der Geschichte darum geht, die katastrophischen Entwicklungen der neuen Natur darzustellen und zugleich auch Auswege zu finden, wie man aus diesem Katastrophismus und dem Katastrophenfilm entkommen kann. Diese partizipatorische Initiative hat begonnen mit dem Versuch, die Erzählung beider Filme, also sozusagen den Keim dieser Erzählwelt, so kompakt wie möglich zu formulieren. Dazu bin ich mit der Artdirektorin und der Regieberaterin nach Göppingen gefahren. In Zusammenarbeit mit der Künstlerin Susanne Weirich hatte die Kunsthalle Göppingen, Werner Meyer ist der Leiter, sich bereit erklärt, dieses partizipatorische Experiment mitzumachen. Denn die Kunsthalle Göppingen hat auch einen entsprechenden Kunstansatz. Die ganze Sache ist entstanden, glaube ich, an einem längeren Abend beim guten Essen. Haben wir erzählt, was wir hier so machen, hat er erzählt, was er vorhat. Und plötzlich entstand dieses gemeinsame Projekt der Filmdreh hier in Göppingen. Und das ist so der Ausgangspunkt, es geht um Kunst, das ist uns allen wichtig. Und alles Weitere wird er jetzt Ihnen erzählen. Man saß da in einer halbdunklen schwäbischen Kneipe in Göppingen beim Bier und ich habe diese möglichst kompakte Geschichte erzählt. Es gab keine Schriftsätze. Die einfachste Form, diese Erzählwelt zu verkürzen, ist zu sagen, es gibt einen Evolutionssprung und dieser Evolutionssprung hat was damit zu tun, dass wir, so wie ein kleines Kind in ein Spiegel guckt und sich als ich erkennt, dass wir nun so in die Welt gucken und begreifen, das sind ja wir. Wir erleben erste Symptome eines Evolutionssprungs hin zu einer Wir-Intelligenz. Und die Folge davon ist, dass unser Alltag, das, was wir bisher für die Wirklichkeit gehalten haben, fantastische Züge annimmt. Diese fantastischen Züge sind sehr schwer zu bewerten und die Wir-Intelligenz ist auch sehr schwer zu handhaben. Die Folge davon ist, dass es eben auch zu vielen Unfällen und Katastrophen kommt und deswegen ist bereits die Lage so ernst, dass alle Turnhallen schon überfüllt sind und nun die traumatisierten, verletzten, aber eben auch euphorischen und begeisterten, die Sache hat immer zwei Seiten, in die Kunsthalle eingelagert werden und dort notversorgt werden oder erstmal betreut oder operiert. Aber in der Kunsthalle ist natürlich eine Kunstausstellung und unter den Bedingungen der neuen Natur sind Bilder unmittelbar realitätswirksam. Achtung, eine wichtige Durchsage der Einsatzleitung. Gerade wurden alle bildgebenden Verfahren als unmittelbar realitätswirksam eingestuft. In der neuen Natur wirken solche Bilder also aus Handys, Kameras oder auch gemalte Bilder direkt auf die Wirklichkeit ein. Insofern musste das Deutsche Rote Kreuz, das Technische Hilfswerk, die Feuerwehr, sich damit arrangieren, dass beides Ernstfall ist. Die Kunst und der physische Notfall von Verletzten. Aus Sicherheitsgründen muss sich ab sofort neben jeder Kamera ein Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks befinden, der per Funk mit der Einsatzleitung verbunden ist. Diese Geschichte, die wir in verschiedenen Wendungen uns da wechselseitig erzählt haben, haben nach einer gewissen Zeit die Einsatzleiter von zwei Rotkreuzzügen aus dem Bereich der Alb, Schwäbischen Voralb, sich untereinander erzählt und wir sind in einer Art von, ja, einer ersten Handy-basierten Medienproduktion übergegangen. Und das können wir uns kurz ansehen. Keine Naturkatastrophe im originären Sinn, wie wir die kennen. Ja. Also es ist nicht so, dass jetzt was weiß ich, was ein Erdbeben passiert oder große Feuersbrünste oder Hochwasser oder Schneekatastrophen passieren, sondern das ist quasi eine anders geartete Katastrophe, wo die Wirklichkeit einfach verändert. Ja. Das heißt, im Endeffekt ist so, ich nehme gerade mal vorher diesen Rechtsanwalt raus, so ein bisschen, was ich so nebenher mitgekriegt habe, dass der, während er mit seinem Mandanten redet, ja, auf einmal anfängt, was weiß ich, einen Handstand zu machen, ja, und dabei zu lachen, ja,
einfach so. Und der weiß nicht warum. Ja, das passiert einfach nicht. Dieser kleine Handyfilm, in dem diese Geschichte von dem Evolutionssprung und der Katastrophe, die eine andere ist, die eine neue Art von Katastrophe ist, aber vielleicht auch nur ein Übergang hin zu etwas Neuem, diese Geschichte hat sich dann mündlich weiterverbreitet. Und zwar ganz einfach deshalb, weil die Einsatzleiter das natürlich ihren jeweiligen Ortsgruppen erzählt haben und eruiert haben, wie es so steht, um die Lust dabei mitzumachen. Das hat geklappt. Eine Woche vor dem dokufiktionalen Dreh haben wir eingeladen in die Kunsthalle Göppingen und diese Story, die ja, naja, die der Treibsatz der ganzen Idee war, weiter verbreitet. Scheiße, wieder der Würfel. Ich glaube, es ist ihre Außenwahrnehmung. Das visuelle Treatment, das wir im Rahmen der audiovisuellen Stoffentwicklung hier im Studio aufgenommen haben, Peter Lohmeier und Christian Steyer, haben ja den ganzen Text dieses Treatments, das quasi als eine Erzählung, eine kompakte Form des Drehbuchs nach dem Drehbuch entstanden war, das haben wir da auf einer großen Leinwand vorgeführt, während wir uns untereinander bekannt gemacht haben und mit den potenziell Mitwirkenden abgestimmt haben, hat also quasi Peter Lohmeier die Geschichte, um die es geht, da schon erzählen können. Da war es sehr hilfreich, dass wir das hatten. Unter Alkoholeinfluss riskiert er einen einsamen Selbstversuch. Für kurze Zeit können alle seine Körperzellen alles. Wir haben dann das Angebot erläutert, bei diesem Film mitzumachen, und zwar in verschiedenen Rollen. Einmal als, ich würde mal sagen, Aktivstatist, also als jemand, der das, was er spielen soll, selbst mitbringt. Nämlich die Fähigkeit, als Katastrophenhelfer mit dem Equipment umzugehen, die soziale Fähigkeit, wie man mit Verletzten umgeht, wie man sie betreut und die Kooperation in der Gruppe. Das ist das eine, die eine Form der Mitwirkung, die wir angestrebt haben und die auch für die Mitarbeiter des Roten Kreuzes sehr interessant war, weil sie eben auch erstmal zeigen können, was sie da trainieren, machen und können. Zugleich aber die zweite Ebene, dass eigentlich alle, die da waren, schon potenziell kollektive Erzähler waren, die ja von der Idee her bereits etwas Fantastisches in ihrem Alltag erlebt hatten und das natürlich auch weitererzählen konnten. Das fand auch statt und wir haben das in einem Casting-Prozess intensiviert. Alle, die mitgemacht haben, und das ist beim Film so, müssen natürlich vorher eine Rechteübertragung zu ihrem Bild unterschreiben. Anders hätten wir mit den Aufnahmen jetzt nicht für einen Fernsehfilm arbeiten können. Das haben wir kombiniert, auch mit einer ersten Vorstellung und mit einer jeweils ersten Idee, was an fantastischen Vorfällen im Leben, in der Lebenswelt der unterschiedlichen Mitwirkenden vorgefallen sein könnte. Ich weiß gar nicht, wie es passiert ist, aber im Wahnsinn. Also, bei mir war es so, ich war mitten in einer Soundarbeit und nehme die Kopfhörer ab und dann plötzlich überall Töne. Überall. Ganz verrückt, überall alles, die Rohre, die Leitungen, alles Töne. Und ich singe, ich schreise durchs Zimmer. Was kommt zurück? Ein Echo von den Wänden durch die Bilder, aber so fürchterlich und grausam. Also der Staubsauger, der Toaster, die ganzen Lebensmittel und das war echt heftig. Also die wollten ja auch mich jetzt gar nicht dabei haben und ich kam mir echt vor wie so ein Fremdkörper in meiner Wohnung. Das war ziemlich hart. Ich habe noch nicht mal die Hose, also die Hose war ja auch beschäftigt. Damit, weiß ich, ist mein Leben vorbei? Was soll ich machen?